11 Leute, denke ich. 12, glaube ich inzwischen sogar. Heißt, wir haben ordentlich was zu tun. Wie fest der Hefeteig werden soll. Wie meinst du, Frank? Heißt das, was heißt denn fest dann? Ach so, meinst du fluffig oder nicht fluffig? Also ich bin ein bisschen langsam unterwegs, ich merke es jetzt gerade selber schon. Verzeiht mir. 2 Teelöffel Salz. Bestimmt reicht. Und das gebe ich dann gleich hier rein. Und die andere Hälfte machen wir dann auch in der anderen Schüssel. Da muss ich mir bloß nochmal das Video angucken, weil ich es gar nicht mehr im Kopf habe. Das war übrigens, das Fladenbrot war traumhaft. Wirklich traumhaft. Dankeschön. CHS Gaming. Ey, herzlich willkommen in der Ausbildung. Freut mich, wenn es dir hier gefällt, dass du auch so bleiben. Viel Spaß. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. In der Ausbildung, in der Küche ist immer die Ausbildung, klingt dann irgendwie ein bisschen komisch. Also ihr seid heute sehr am Fachsimpeln. Nicht, dass ich das schlimm finde, versteht mich nicht falsch. Ich verstehe es bloß nicht. Ha. Die Meisterköchin, ja. Öl kommt dann später, ne? 50 Gramm Öl. Ich nehme Olivenöl. Für Teige nehme ich immer gern Olivenöl. Habe ich sonst alles drin? Ja, habe ich. So, die Hefe. Hat jetzt ein paar Minuten gearbeitet, bestimmt. Frank, das kannst du jetzt aber auch nicht sagen. Ne? Kannst du auch nicht sagen. So schlimm bin ich nun wieder auch nicht. Dankeschön. Oder? CHS Gaming, was sagst du dazu? Mann! Sag mal, du Schlingel. Sag mal. Geht's noch? Dankeschön. CHS Gaming für 5 neue bzw. alte Azubis. Ich sag gleich noch die Namen. Draco, wenn du Hunger hast, warum nicht? Also, wenn du Hunger hast, soll man essen. Sag mal, du Schlingel. Die Ausbildung endet nie, das ist eine lebenslange Ausbildung hier. Die ist wichtig. Wie Lecker Apfel sagen würde, richtig, wichtig und richtig. CHS Gaming, Dankeschön, dass du. Fake News. Jonas KR, Tribornator, Nightmare und Marco in die Ausbildung holst. Andi, wir schenken, tut mir den Gefallen, sagt unbedingt Danke. Ich tue das auch. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Nee, das ist lebenslange Ausbildung. Was denkst du dir? Das ist so wichtig. Das glaubst du gar nicht. Und was wir hier alles schon gelernt haben. Es stand, glaube ich, dran, das Öl erst später dazugeben. Ich könnte halt jetzt schon das Öl dazu knallen oder halt später. Wächtel. Ja, so toll sind wir hier jetzt nun wieder auch nicht. Aber wir sind schon toll. So, später ist Geschmack rein. Aber steht dran, einmal durchkneten und dann soll es da rein. Also eigentlich jetzt, wenn ich geknetet habe, einmal. Ich denke auch, ich kann es nicht richtig verkneten. Hier wird es mit einer Küchenmaschine gemacht.
Die Sally hat da eine Küchenmaschine. Ich nicht. Deswegen denke ich, werde ich es jetzt gleich währenddessen dazu packen. Guten Morgen, hereinspaziert. Tja, Mavarik, ne? So ist das. So kann das hier laufen, wenn man Schlingel ist. Wenn Sally eine über hat, würde ich nicht nein sagen, Loggi. Ist so. Ist so. Wenn sie eine über hat. Küchenmaschinen sind immer relativ...